Herzlich willkommen, ich bin Remy Verscheld, alias Eckchen on the Internet von Godot Engine und ich werde ein bisschen mit den Kollegen präsentieren, so was ist eigentlich Godot Engine und auch allgemein, was ist dieses Spielentwicklung, wie funktioniert das, was sind die verschiedenen Alternativen. Ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrung mit Spielentwicklung habt. Wir haben das relativ so generell gelassen, aber wenn ihr Fragen habt, am Ende, wir können das natürlich ein bisschen mehr ins Detail gehen. So, was ist Godot? Es ist ein Multiplattform 2D und 3D Game Engine. Das läuft dann auf Linux natürlich, aber auch auf Windows, macOS, FreeBSD, OpenBSD, theoretisch Haiku, aber niemand hat auf dem Port in letzter Zeit gearbeitet. Es kann für alle Spielgenres verwendet werden, das heißt, man kann Platformers oder First-Person-Shooters machen, also ist nicht begrenzt von den Tools, die zur Verfügung stehen. Und es gibt einen voll integrierten Editor, so man kann das hier sehen, mit benutzerfreundlichen Tools, so für Animationen und Soundeffekte, Graphics und Sachen wie das. So, alles ist in dem Editor schon angebaut und man kann dann auch direkt dort die Scripts programmieren und das Spiel ganz aufbauen. Um zu programmieren, benutzt man das domainspezifische Sprache GDScript, die ist ziemlich Python-ähnlich. Es kommt auch in der nächsten Version C-Sharp-Support und auch viele andere Möglichkeiten. Und das Prinzip ist, dass man codiert einmal für alle Plattformen und dann man kann das exportieren für Desktop, Mobilplattformen, HTML5. Und natürlich Godot ist Free and Open Source Software. Alles muss so sein. Kurz zur Geschichte des Projekts. Also Godot wurde von zwei Argentiner, Juan Linetsky und Ariel Mansour, geschrieben und sie haben das als interne Engine verwendet, also für eigene kommerzielle Spiele. Und haben entschieden, dann 2004 die Engine zu veröffentlichen unter der MIT-Lizenz. Und seitdem gibt es ein stetiges Wachstum der Community. Hier ist ein schönes Grafik, das zeigt, also seit Februar 2014 bis heutzutage, August 2017, so in blau, wie viele Issues wurden jeden Monat auf GitHub geschrieben und in rot, wie viele Pull-Requests. Ihr könnt sehen, dass im August wir hatten mehr als 350 Pull-Requests in einem Monat. Ziemlich viel Arbeit, das zu reviewen, aber es macht auch Spaß. Die letzte Release war letzten Monat, 2.1.4, und es kommt bald die Big New Release 3.0, worauf wir seit mehr als einem Jahr arbeiten. So, Godot ist für und von der Community entwickelt. So hier eine Ansicht von Pull-Requests gestern, es gab so 18 Pull-Requests am Tag, ich glaube. Die Quellcode ist auf GitHub und wir sind auch überall zu finden, also auf ERC. Wir haben eine eigene Q&A-Software für so Fragen und Antworten. Matrix, Facebook, Discord, Reddit, auch ein Forum. So, es gibt ein bisschen von alles. Hier ein paar Screenshots von Godot-Spiele. So, oben links, Doc Mendonça ist ein Point-and-Click-Adventure-Game, der auf Steam zu spielen ist. Oben in Mitte ist Time Bomb auf Android, so ähnlich wie Flappy Bird oder so. Tanks of Freedom oben rechts ist ein Open-Source-Strategiespiel. Dann unten links ist RPG in a Box, das ist ein Spielengine, die im Godot entwickelt ist. Das heißt, es ist ein Spiel, womit man Spiele entwickeln kann. Und lustigerweise, Godot selbst ist auch mit Godot entwickelt. So, wir haben ein eigenes Toolkit und die gesamte Engine verwendet die gleichen Komponenten, die auch zur Verfügung stehen, um Spiele oder Engines zu entwickeln. Und in der Mitte ist Satellite Ripperman, auch auf Steam. Und der letzte ist Marble Machine auf Android. Und genau, so Godot ist ein Game Engine. Thomas wird ein bisschen mehr darüber sprechen, was genau wir meinen mit Game Engine. Und in der
Ich habe nicht genau die Referenz, aber ich hatte einmal geguckt, die Spielindustrie ist circa ein Viertel von dem gesamten IT-Industrie, also im Umsatz. Und es gibt ziemlich wenige nutzbare Open-Source-Lösungen, um Spiele zu entwickeln. Es gibt viele Libraries und Frameworks, aber wenn man schaut sich, was die Big-Spielentwickler verwenden, dann es ist immer Unity, Unreal Engine, Game Maker Studio, so die sind alle ziemlich gute, aber leider proprietäre Game Engines. Und auch natürlich viele von die große AAA Studios verwenden ihre eigene In-House Engines. Und auf die Free Software Seite, wir haben so bekannte Libraries wie SDL, SFML, aber das ist ziemlich low level. Man soll dann noch viel drauf programmieren, um ein Spiel überhaupt bauen zu können. Es gibt Frameworks wie libgdx, Phaser für HTML5, Panda 3D. Aber die haben keinen integrierten Editor mit Tools und alles. So, man soll noch ziemlich viel selber machen. Das ist auch gut. Aber Godot ist ein bisschen einzigartig, in dem das wie in Unity oder Unreal Engine, man kann alles in dem Editor machen. Ja, kurz zu Godots Stärken, ich habe gerade präsentiert, die große Stärke von Godot in der Industrie ist, dass das ist die einzige Open-Source-Lösung oder die beste Open-Source-Lösung, würde ich sagen. Aber es gibt auch andere Stärken. Godot verwendet ein sehr flexibles Szene-System, wo man kann alles in Komponenten unterteilen und dann einfach instanzieren. Und es entspricht wirklich gut das Object-Oriented-Programming-Konzept. So, es ist ähnlich, wie was man in anderen Game Engines findet, aber es geht eigentlich ein Stück weiter. Ich kann das nicht jetzt gut präsentieren, aber die mehrere probiert haben, sehen wirklich, dass in Godot man kann wirklich viel weiter gehen mit das Node- und Szene-System. Alles kann animiert werden, das heißt, von den Animation Player kann man Skriptvariablen und alle Nodes von irgendwelcher Szene verändern. Und eigentlich, man könnte ein Spiel nur mit den Animation Player programmieren, ohne Skript zu schreiben, weil es ist wirklich flexibel. Wie gesagt, es hat eine eigene und vollständige UI-Bibliothek, das heißt, man kann sehr detaillierte Grafikoberfläche in den Spielen machen, auch gute Debug-Tools und auch, denn wie gezeigt, andere Typen von Editors. Es gibt dann vereinfachte Shader-Sprache, so einige beklagen sich, dass es nicht genau wie GLSL ist, aber es ist viel einfacher für Einsteiger und es soll noch ungefähr so flexibel sein wie GLSL. Es fehlt nur dann einige Features, aber es ist ziemlich können schöne Sachen damit tun. Es ist versionsverwaltungsfreundlich. Alle Szenen können in Textdateien gespeichert werden. Und dann man kann einfach in Git oder Mercurial oder whatever sein Spiel versionieren. Und im Gegensatz zu Unity oder andere, die haben sehr riesige Asset Library oder Asset Store mit so kommerziellen Assets. Wir haben das in Godot nicht, aber im Gegensatz haben wir ein FOSS-only Asset Library, wo alle können dann freie Plugins und Scripts und so weiter zur Verfügung stellen. Und ich werde jetzt an Thomas den Mikro übergeben. Okay, gerade wurde schon mal angesprochen, dass Godot eine Spiele-Engine ist und nicht nur ein Framework oder eine Library. Und erstmal, was ist überhaupt eine Spiele-Engine? Und naja, es gibt viele verschiedene Definitionen, es gibt keine einheitliche, aber im Grunde genommen ist es eine Sammlung von irgendwelchen Schnittstellen. Ich kann irgendwie Bilder auf den Bildschirm bringen, ich kann irgendwie Sound abspielen. Und was auch dazu gehört, sind halt Tools, zum Beispiel Level-Design oder Animationen machen, das gehört auch dazu. Es ist ein bisschen, gibt keine gute Definition dafür, ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Terminologie, aber ich bezeichne es oft als Autoritätsverschiebung. In der Spiele-Engine
da gibt es ein Programm, die Engine, und man gibt der Script-Code oder eigenen Code und die Engine ruft den Code auf, aber die Engine managt alles drumherum. Man programmiert in der Engine. Und bei Frameworks, zum Beispiel SFML oder SDL, ist es so, dass man das Hauptprogramm selbst schreibt und man muss die Frameworks, muss man Kommandos geben, was sie jetzt zu tun haben. Das ist so eine Verschiebung in, wer hat die Kontrolle. Und da ist Godot so die wirklich die größte Open-Source-Lösung, die all das unterstützt. Ja, gerade schon mal angesprochen, es gibt den Godot-Editor. Hier sind ein, ist ein Bild. Und wie schon angesprochen, alle, all das, was man da sieht, das sind Oberflächen-Nodes, die kann man selbst in dem Spiel verwenden. Und das ganze Programm ist ein Spiel in der Godot Engine selbst. Also, was man da sieht, das kann man alles selbst verwenden. Was man da drin machen kann, ist, man kann sogenannte Szenen erstellen. Oben sieht man, ich weiß nicht, ob es groß genug ist, da sieht man drei so Tabs, das sind drei verschiedene Szenen. An verschiedenen Nodes kann man verschiedene Skripte anhängen, den eigenen, eigene, ja, Funktionalität geben, halt Objekte animieren und auch, was ganz wichtig ist, sind Exportoptionen. Wenn man ein Framework benutzt, dann muss man zusehen, dass man das irgendwie cross-compiled und das irgendwie zum Laufen kriegt auf den ganzen Plattformen. Und für Godot, da gibt es viele vorkompilierte Optionen, und zwar halt mobile Sachen für Android, iOS, BlackBerry mittlerweile nicht mehr, HTML5, dann halt die ganzen Desktop-Plattformen. Und dadurch, dass Godot die Kontrolle hat, gibt es eine Binary, und die lädt dann die ganzen User-Scripts und Szenen. Das heißt, wir können den nativen Code, den können wir kompilieren und den dann an die Spieleentwickler weitergeben, sodass die einfach in einem Klick exportieren können und es läuft auf den ganzen Plattformen. Wir haben auch einen integrierten Debugger für die Skriptsprache, GDScript. Also man kann da auch durchsteppen und nach Fehlern suchen und in Arrays reingucken und alles Mögliche. Das hilft schon sehr immens. Und vielleicht, vermutlich sind hier viele Nicht-Spieleentwickler. Und so prinzipiell, wie sind Spiele aufgebaut? Na, es ist aufgebaut in Frames. Das heißt, ein Frame ist ein Bild, das wird auf dem Bildschirm angezeigt. Und wenn man viele Bilder nacheinander anzeigt, dann sieht es halt aus wie eine Bewegung. Und je mehr Bilder man anzeigt, desto mehr Bilder pro Sekunde kann man machen. Umso flüssiger sieht das Spiel aus. Und was man sich klar machen muss, ist, dass für jedes erzeugte Bild eine ganze Menge an Code läuft. Das heißt, wenn man 60 Bilder pro Sekunde hat und man hat eine Funktion, die, was weiß ich, das Männchen von links nach rechts bewegen lässt, dann wird diese Funktion 60 Mal pro Sekunde aufgerufen. Und dann muss man halt ein kleines bisschen umdenken, wie diese Spielelogik halt aussieht. Zum Beispiel, was ich gerade erwähnt hatte, wenn man etwas von links nach rechts bewegen lassen will, dann sagt man nicht, gehe jetzt so und so viele Pixel nach rechts, sondern für jeden Frame wird diese Funktion Process aufgerufen und das Delta ist die Zeit seit dem letzten Bild, das generiert wurde. Ja, und wenn man das so benutzt, das heißt, das bewegt sich jetzt mit 100 Pixeln pro Sekunde, und dieses Delta benutzt man zum Integrieren. Das heißt, egal wie schnell jetzt Bilder generiert werden, wenn man einen schnelleren Computer hat oder einen langsameren, das bewegt sich immer gleich schnell. Das heißt, man muss mit solchen Sachen wie langsamerer oder schnellerer Hardware muss man klarkommen, sodass die Spiele trotzdem gleich laufen. Das heißt, man muss halt mit den Zeiten, man kann nicht einfach hardcoden, bewege dich jetzt 5 Pixel. Das funktioniert nicht. Schon einmal erwähnt Nodes und Szenen. Und ja, es gibt jetzt keine direkte gute Objektorientierung, Analogie. Aber Nodes sind halt, können alles Mögliche sein. Die befinden sich in einem Baum.
Und der kann zum Beispiel Nodes haben, die gerendert werden können. Die werden dann auf dem Bildschirm angezeigt. Und hier ist jetzt zum Beispiel ein so ein Zehnbaum. Und es gibt halt eine Wurzelnode. Und dann gibt es andere Nodes, die können wieder Kinder haben. Und da kann man sich das dann logisch einteilen in logische oder halt auch physische Einheiten. Zum Beispiel der Boden kann aus mehreren Planken bestehen und dann packt man das halt alles in eine Bodennode rein. Ja, und zum Beispiel, man kann eine Hauszähne haben, also eine Zähne ist eine Sammlung an Nodes und könnte man zum Beispiel eine Hauszähne haben. Ein Haus kann mehrere Räume haben, das ist dann wieder eine einzelne Zähne, das heißt, man kann dem Level-Designer sagen, mach mal jetzt einen Raum fertig und dann kann man einfach die Räume in das Haus reinpacken und die müssen nicht im Haus arbeiten. Und das kann man halt beliebig tief verschachteln. Das heißt, man kann noch eine Tischszene haben, man kann auch eine Beinszene haben, dann könnte man eine Holzflow-Szene haben, was man so tief wie man möchte, kann man das runtergehen. Und dann kann man sich das halt runterbrechen, sodass ein ziemlich komplexes Spiel relativ einfach zu managen ist. Ja, wir haben halt unsere Skriptsprache GDScript. Die sieht ein bisschen aus wie Python, hat viele Ähnlichkeiten mit Python, manche Sachen auch nicht. Das ist jetzt Beispielcode, ist jetzt ein bisschen Pseudocode. Zum Beispiel gibt es für jedes Bild, das generiert wird, wie schon erwähnt, wird diese Process-Funktion aufgerufen. Und man kann auch für jedes Input-Event, das heißt, ich bewege die Maus oder ich drücke eine Taste, wird auch eine Funktion aufgerufen, diese Unterstrich-Input-Funktion. Und das ist jetzt einfach Code für jedes Input-Event, das kommt, egal was passiert im Betriebssystem jetzt gerade, prüfe ich, ob es eine Taste gedrückt wurde. Und wenn ja, dann wird halt ein Flag gesetzt, dass sich der Spieler jetzt zum Beispiel in einer Luft befindet und dann wird die Zeit gemessen, wie lange er jetzt in der Luft war. Und das macht man halt immer in einzelnen Stücken für jeden Frame und nicht als eine große Einheit. Also wie gesagt, das ist ein kleines bisschen Umdenken, wie diese Logik aufgebaut ist. Ja, hier kann man uns finden. Wir haben eine eigene Website, godoengine.org. Der Quellcode ist auf GitHub. Wir haben Documentation mit Read the Docs, funktioniert auch super. Wir haben IRC-Channel, wir haben noch viele andere Community-Kanäle. Wenn es da Fragen gibt, wie man uns erreichen kann, Fragen und es gibt irgendeinen Weg. Und jetzt gibt es eine kleine Demo vom André. Oh ja, stimmt, da war ein Video. Wie war das? Escape. Genau. Wie schon angedeutet, arbeiten wir an einer neuen Version und die hat viele neue 3D-Features und das sind jetzt so Materialientester. Und wir haben halt sehr viel an dem Rendering-System gearbeitet und das ist jetzt schon ziemlich weit entwickelt und kann auch Unity und Unreal auch schon Konkurrenz machen. Ist alles jetzt physically based Rendering. Das wird halt, ist einfacher für ja, die 3D-Künstler. Die können dann besser Materialien erstellen. Das sieht alles realistischer aus, wenn man das möchte. Das kann man auch alles schön stilistisch darstellen. Wir haben ja ein Particle-System, das funktioniert auf der Grafikkarte. Man kann mehrere Millionen Particles benutzen. Das Video kommt damit jetzt nicht so klar, aber das sieht super aus, wenn man das im Spiel laufen lässt. Das mag der Encoding-Algorithmus nicht so. Ja, eine neue Skriptsprache, Visual Script für Designer, ist einfacher zu bearbeiten, da müssen die nicht im Code rumfuschen. Neue Audio Engine, also wir haben schon ziemlich viele neue Features. Ich bin mal gespannt, wie lange der Changelog wird. Ja, auch 2D, auch neue Features dabei. Ja, wird ein ziemlich großes Release. Leute sind sehr gespannt darauf und wir hoffen, dass die Leute es mögen. Und jetzt gibt es eine Demo. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze so in der Praxis aussieht. Was ich jetzt zeige, ist
kleines Space Invader Spiel. Das ist auch das, was wir heute Nachmittag im Workshop mit euch machen werden, falls der eine oder andere da teilnimmt. Ja, was natürlich zuerst auffällt hier, ist der große Bereich in der Mitte, das sogenannte Viewport. Das ist quasi so die Vorschau von dem, was später im Spiel passiert. Das Ganze gibt es auch für 3D. Genau. Und im Script-Editor, da ist jetzt natürlich kein Skript gelernt. Ja. Hier rechts sehen wir den Scene Tree. Hier sind die ganzen Nodes, die in der Szene sind. Ja, jetzt gehen wir doch einfach mal hier in den Spieler zum Beispiel. Es ist einfach nur ein Sprite. Also quasi eine Textur einfach, die im Spiel angezeigt wird. Kann ich denn... Okay, ich kann den Viewport leider nicht bewegen ohne Maus. Ah, genau. Das sieht hier ein bisschen bunt aus. Das liegt daran, dass unsere Kollisionen nicht pixelperfekt sind. Weil das würde für tausende Sprites im Spiel einfach zu viel Aufwand sein, das Ganze pro Pixel zu berechnen. Deswegen benutzen wir sogenannte Collision Polygons. Das sind einfach Polygone, die ihr setzen könnt und verändern. Und das macht dann im Endeffekt die Kollisionsabfrage. Wir können das Spiel mal kurz starten. Das ist ein ganz einfaches... Space Invader, wie man es halt kennt. Genau. Wir haben auch nette Funktionen, zum Beispiel für Eingabe, Maus und Tastatur oder Gamepads, damit man das nicht im Code hart abfragen muss, zum Beispiel nach, ist jetzt die linke Maustaste gedrückt oder die rechte, kann man sogenannte Input Actions definieren. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel Move Left und mit dem Key Left. Ich könnte jetzt einfach hergehen und einen neuen Key auf A legen. Und dann würde jetzt, könnte man mit der Taste A auch nach links gehen, den Spieler bewegen. Genau. Das Ganze hat natürlich den Vorteil, dass man auch das Ganze im Spiel verändern kann. Zum Beispiel im Hauptmenü einfach eine Option legen, damit man sich die Keybindings remappen kann. Und das Ganze müsst ihr dann nicht im Code selber anlegen. Das macht die Engine für uns. Ja, was kann man noch zeigen? Genau, die Scripts. Hier haben wir unser relativ einfaches Player-Script in der Process-Funktion, die jeden Frame aufgerufen wird. Schauen wir einfach, ob die linke Action momentan gepresst ist. Setzen die Direction und dann wird das Ganze einfach die Position von unserem Spieler gesetzt. Ja. Hier unten sehen wir eine Funktion, die durch ein Signal aufgerufen wird.
Signale sind eine nette Sache. So, das sind quasi Events oder Messages, die automatisch von der Engine aufgerufen werden, sobald bestimmte Dinge passieren. Zum Beispiel in diesem Fall wäre es die Kollision. Wenn der Spieler kollidiert mit einem anderen Objekt, wird diese On-Area-Enter-Funktion automatisch aufgerufen. Genau. Die Gegner sind nach genau dem gleichen Prinzip aufgebaut. Die haben jetzt hier noch einen Timer, der einfach per Zufallsprinzip bestimmt, wann die Gegner schießen. Das ist auch wiederum einfach nur ein Signal, das eben sagt, okay, jetzt ist der Timer zu Ende und ruft dann die Shoot-Funktion auf. Ja, das ist im Endeffekt schon das ganze Spiel, da ist nicht viel dahinter. Ich würde sagen, wir können jetzt noch eine kleine QA-Session machen, falls ihr Fragen habt.